Zeichen der Liebe. Lukas Kapitel 6, Verse 27 bis 33. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Wie können die Christen Gott wirklich ehren? Sie können es durch ein Verhalten, welches das weltliche Verständnis übersteigt. Wenn sie sozusagen feurige Kohlen auf die Häupter der Ungläubigen legen durch ihr Verhalten. In Sprüche 25, 21, 22 heißt es entsprechend. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen und der Herr wird dich belohnen. Auf diese Weise können wir praktisch Böses mit Gutem überwinden, gemäß Römer 12, 20. Und oftmals ist dies absolut nichts, was der weltlichen Norm entspricht. Wer segnet, wenn er verflucht wird? Wer lässt sich zweimal schlagen? Wer gibt einem Dieb mehr, als er stehlen will? Wer liebt, auch wenn er ungeliebt ist? Das sind alles Dinge, die weltlich gesehen irrational, naiv, dumm und scheinbar kontraproduktiv sind. Aber wenn wir Menschen für Christus gewinnen wollen und eine hingegebene Liebe in uns haben, dann sind wir auch bereit, wenn es sich ergibt und so geführt wird, solche Opfer manchmal zu bringen. Gutes mit Bösem vergelten ist satanisch. Gutes mit Gutem vergelten ist menschlich. Und Böses mit Gutem vergelten ist göttlich. Aus der Masse herausragen und auffallen, ein lebendiges Zeugnis sein, das werden wir dann nicht, wenn wir nicht mehr tun als jeder andere. Der Text sagt, auch die Sünder lieben ihre Freunde. Das bedeutet, wenn wir nur immer nach Sympathie und Freundlichkeit gehen und nur auf Gutes mit Gleichem reagieren, dann sind wir in der Tat nichts Besonderes. Gott will von uns Christen, dass wir ein Leben über dem Durchschnitt führen und keine frommen Mitläufer werden oder bleiben und nicht mehr Engagement zeigen, als es unbedingt nötig ist. Und Liebe und auch Überwindung zeigen wir dann ungläubigen Menschen gegenüber, wenn wir uns entsprechend auch anders verhalten. Wer sich lieber aus allem heraushalten will und seine Ruhe haben möchte, obwohl er gesund ist und mehr tun könnte, mutiert eher zum gelangweilten und frustrierten Wohnzimmer-Christen und sollte sich fragen, ob Gott sich das so vorgestellt hat. Was wir vor Gott tun und investieren, gerade auch dann, wenn es uns etwas kostet, werden wir nie umsonst tun. Gottes Ehre zu suchen, indem wir Liebe zeigen, die auch einmal wehtut, wird belohnt. In 1. Samuel, Kapitel 1, Vers 30 heißt es, wer mich ehrt, den will ich ehren, wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Christen sollten keine Rache und Vergeltung suchen und Gleiches mit Gleichem vergelten, auch wenn das manchmal schwer fallen sollte. Gott wird uns zur passenden Zeit einen Impuls geben, um das zu tun, was einen Segen zur Folge haben wird. Unsere Überwindung und unser Gehorsam, gerade in schwierigen und herausfordernden Situationen und Momenten, wird für uns durchaus früher oder später ein echter, innerer und manchmal auch äußerlicher Gewinn werden. Gott übersieht niemals einen demütigen Menschen. In Jakobus 4,10 heißt es, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Manch einer ist durch
unser andersartiges Verhalten zum Nachdenken und zur Umkehr bewegt worden. Gott wird dann geehrt, wenn wir uns wider aller natürlichen Gepflogenheiten manchmal auch für den unbequemen Weg entscheiden und Unrecht auch ertragen, anstatt sich immer nur zu beschweren und mit gleicher Münze zurückzuschlagen. Menschen brauchen in allererster Linie die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an die Vergebung derselben, geschehen durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir durch unser Verhalten und unser Bekenntnis solche auf die rechte Spur bringen, dann haben wir es gut gemacht. In Lukas Kapitel 9, Verse 23 bis 26 heißt es: Da sprach er zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Wer Ehre zuerst bei Gott sucht, muss manchmal auch damit rechnen, weltliche Nachteile zu ernten und manche Türen vor der Nase zugeschlagen zu bekommen. Aber den Gehorsam, den wir Gott zukommen lassen, zum Beispiel auch darin Zeugnis der Hoffnung zu geben, wenn man uns danach fragt und wenn sich hier eine Gelegenheit auftut, das kann letztlich niemals unser Nachteil sein und werden, ganz im Gegenteil. Echter Glaube braucht auch Bewährungen, sonst ist er nur aufgesetzt. Eine dieser Bewährungen ist, nicht zu sehen und trotzdem zu glauben und Jesus lieb zu haben, und zwar immer mehr. Und dies auch glaubwürdig den Außenstehenden zu vermitteln. Auch zum Beispiel darin, dass man manches Unrecht erträgt und manchen schiefen Blick erträgt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Johannes 20, 29. Und das ist eine Wahrheit, die auch als Argument gut zu verwenden ist. Was glaubt man nicht alles, obwohl man es nicht sieht, auch als Ungläubiger? Und dann verweist man vielleicht auch auf seine Erfahrungswerte, die auch das Unsichtbare irgendwie greifbar machen. Ebenso wie auch unser Glaube an Jesus Christus, den wir nicht sehen und doch lieb haben. Epheser 6, 24. Einen Christen kann nichts von der Liebe Gottes trennen, wenn er ein Kind Gottes ist, von neuem geboren. Diese göttliche Liebe, diese Agape-Liebe kennt keine Hindernisse und bringt uns zum Ziel, weil Jesus Christus der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Glaubst du das? Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde in Rom Folgendes: Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 37 bis 39. Gott segne euch.